Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das ist wieder ein Vorstellungsvideo, denn ich möchte euch heute in diesem Video die Plumtree-App vorstellen. Wie viele von euch wissen, mache ich ja in den Let's Plays oder in den Streams immer einen Stammbaum von meiner Familie, das nicht im Spiel stattfindet. Denn der Sims-Stammbaum, der ist ein bisschen verwirrend manchmal. Da sind manchmal Leute drin, die wir nicht kennen und komische Verbindungen zu komischen Personen. Und man hat gar nicht so viele Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel im Sims-Stammbaum nicht so gut anzeigen, wenn jemand adoptiert wurde. Oder wenn jemand schon mal getrennt war, dann wieder einen Partner gefunden hat und. Es gibt eine App, die heißt Plumtree App, die sorgt dafür, dass ihr euren eigenen Stammbaum erstellen könnt. Das heißt, seid ihr vielleicht schon in der zweiten oder dritten Generation eurer Sims-Familie und möchtet gerne mal euren Stammbaum euren Freunden schicken oder mal irgendjemandem zeigen oder halt auch einfach als Erinnerung aufheben, weil es ja auch schön ist zu wissen, dass man schon mehrere erfolgreiche Generationen gespielt hat, ist diese App perfekt geeignet. Ich würde euch jetzt mal zeigen, wie man sich dort anmeldet und was man denn da überhaupt alles machen kann, denn ich möchte für die liebe Romy einen Stammbaum erstellen, damit wir natürlich auch jetzt, wenn wir irgendwann in die zweite Generation übergehen, auch noch wissen, wer war denn die erste Generation? Wer gehörte mit wem zusammen? Denn ich habe ja vor, das Romy-Let's Play, also das InDesign-Let's Play, ein bisschen weiter auszubauen noch und noch weitere Generationen folgen zu lassen. Und da ist es dann natürlich schön, wenn man auf die vergangenen Generationen zurückschauen kann und sich erinnern kann, ah, warte mal, Noah hatte dann 5 Kinder mit und das ist immer ganz schön. Deswegen mache ich jetzt den Stammbaum für Romy und würde euch da einfach mal mitnehmen und euch zeigen, wie ich das mache. Das ist die Seite theplumtreeapp.com. Ich werde sie euch natürlich in der Infobox nochmal mit verlinken, damit ihr da einfach draufklicken könnt. Die sieht jetzt so aus. Könnt ihr oben rechts auf Account klicken, entweder Login oder Create Account. Hier könnt ihr euch also kostenlos anmelden. Ihr könnt einen Usernamen hinterlegen, eine E-Mail und ein Passwort. Ich habe ja schon einen Account erstellt, das heißt, ich klicke jetzt einfach auf Login und logge mich einmal ein. Dann kann ich hier oben links jetzt auf Menü klicken und sehe schon verschiedene Informationen und hier unten meine Twitch Stream Generation Challenge, meine Disney Legacy Challenge und Insane Occult Challenge. Diese beiden Challenges sind aktiv, da können wir mal reinklicken. Dann seht ihr schon einen sehr, 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 sehr großen Stammbaum, den ich by the way noch aktualisieren muss, denn hier kam jemand dazu. Es ist eine Riesengeneration von unserer Disney Legacy. Wir sind inzwischen in Generation 8 und es ist einfach auch schön, mal reinzugehen und sich die alten Generationen anzuschauen und mal zu gucken, hey, wie war das eigentlich damals? Ah, okay, Flora, das war ja die Schwester von unserer Tiana. Und ja, ich hänge ein bisschen hinterher. Die müssen alle noch schwarz-weiß gemacht werden als Zeichen dafür, dass sie halt dann irgendwann leider gestorben sind. Das muss ich auf jeden Fall noch machen, weil das ist leider eine manuelle Arbeit, die man machen muss. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, das einfacher zu machen. Aber das kann ich euch dann auch zeigen, wie ihr das machen könnt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal auf Create New. Denn wir wollen einen neuen Stammbaum erstellen. Hier können wir ein Foto uploaden, ein Cover sozusagen. Ich nehme da jetzt einfach mal ein Foto von Romy und Marcel, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie wir das jetzt sagen. Dann ein Titel. Dann nenne ich das jetzt einfach traumhaftes Innendesign Let's Play. Nachdem wir den Titel eingetragen haben, können wir noch eine Beschreibung zu diesem Stammbaum hinzufügen. Ich mache jetzt eine ganz einfache Beschreibung, alles begangen mit einem Traum. Denn Romy hatte ja damals den Traum, aus dem Landleben ihrer Eltern rauszukommen und in die große Stadt zu ziehen und dort Karriere zu machen. Das heißt, so erstelle ich jetzt meinen Stammbaum, gehe auf Create Tree. Dann ist mein Stammbaum erstellt und ich habe jetzt bisher nur eine Bubble, sage ich jetzt einfach mal. Ich kann jetzt hier oben einfach auf Edit klicken und People in Tree. Und hier kann ich jetzt meine ganzen Personen erstellen. Ich klicke jetzt hier mal auf Add Someone New und kann jetzt hier direkt ein Bild uploaden. Jetzt meinen Sim auswählen, den ich halt eben vorher schon abfotografiert und abgespeichert habe. Wir fangen jetzt mal mit der Romy an, weil mit ihr hat ja auch alles angefangen. Und dann schreibe ich jetzt einfach dazu Romy, ihren Nachnamen, Hilligas. Könnt ihr jetzt auch hier wieder eine Beschreibung hinzufügen, muss ich aber nicht. Könnt ihr hier zum Beispiel ihre Eigenschaften hinterlegen, ihre drei Merkmale, die sie ja hat, wie zum Beispiel, dass sie halt eben ein guter Sim ist oder ein großartiger Küsser, das könnt ihr hier noch definieren. Und hier könnt ihr sagen, was ihr Bestreben ist und ihre Lifestats, also was sie ist. Also Romy ist ja ein Sim, wir haben in dieser Generation ja eigentlich nur Sim. Ihr könnt zum Beispiel auch eure Katzen und Hunde hinterlegen, das mache ich persönlich auch nicht, weil mir das einfach zu viel ist, meine ganzen Haustiere da zu hinterlegen, weil ihr ja wisst, wie oft ich Nachwuchs kriege bei meinen Haustieren. Aber ihr könnt zum Beispiel auch sagen, das war halt ein Sim, der war Magier oder Vampir. Das ist halt auch immer schön im Stammbaum zu wissen, okay, das war ja jemand in der Familie, der halt eben ja außergewöhnlich war. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die Person speichern. Ich lege jetzt einmal noch alle anderen an und dann erkläre ich euch, wie es weitergeht. Wenn ich alle meine Sim erstellt habe, die ich jetzt eben drin haben möchte, ihr könnt es jederzeit erneuern. Das heißt, immer wenn jemand in der Familie hinzugefügt wird, könnt ihr einfach hier auf Add Someone New machen und dann könnt ihr eine weitere Person erstellen, wenn zum Beispiel ein Baby kommt oder jemand eine neue Partnerschaft oder so, dann könnt ihr da einfach die Person hierüber hinzufügen. Ansonsten, wenn wir jetzt erstmal alle haben, gehen wir zu Back to Your Tree und dann sind wir hier. Jetzt erstellen wir unseren ersten Sim. Dafür klicken wir auf das Bearbeiten-Symbol und wählen eine Person aus. Das machen wir hierüber und sagen, es ist einmal die Romy. Dann gehen wir auf Save. Jetzt können wir noch sagen, wer der Partner von Romy ist. Dann machen wir Add Partner und sagen,
es ist Marcel. Sie können zum Beispiel sagen, es ist unser Partner, unser Ex-Partner, wir sind verheiratet oder Abduction. Aber ich bin mir nicht sicher, weil eigentlich heißt es sowas wie entführt. Ich weiß nicht, ob das auch verstorben bedeuten könnte. Keine Ahnung, weil man kann ja auch von Aliens entführt werden, aber eigentlich kommen die Sim immer wieder. Deswegen weiß ich nicht so genau, was das zu bedeuten hat. Aber wir sind, ich habe meistens nur die drei Optionen, die ich auswähle. Also das habe ich noch nie gebraucht. Wir nehmen auf jeden Fall Married. So, dann gehen wir mal auf Close und schauen mal, wie es aussieht. Ja, jetzt ist Marcel automatisch dem Stammbaum hinzugefügt worden. Sie schauen sich auch an, wie süß das ist, ne? Und das M steht eben für verheiratet. Um jetzt Kinder hinzuzufügen, dass sie praktisch nach unten rutschen, klicken wir jetzt auf das Plus und wieder auf den Schlüssel. Dann klicke ich wieder hier auf den Button und wähle jetzt mein nächstes Kind aus. Also ich würde das auch immer so machen, dass man es der Reihe nach macht. Also ich fange jetzt mit dem ältesten Sohn an. Der steht praktisch jetzt ganz links. Und statt hierauf klicke ich jetzt hier unten drauf, denn jetzt wollen wir praktisch definieren, wie er entstanden ist sozusagen. Jetzt können wir sagen, wer Noahs Eltern sind. Das könnten wir jetzt hier eingeben bei biologische Eltern. Wir können sagen, er ist durch ein Wuhu entstanden, durch Aliens oder dadurch, dass er geklont wurde. In der Regel wähle ich hier immer Wuhu an und gebe halt hier die Eltern an. Da Noah ja aber in unserem Fall adoptiert ist, geben wir jetzt hier unten bei Adoptiveltern auf den Auswahlbereich und sagen, seine Adoptiveltern sind Romy und Marcel und gehen auf Speichern und auf Close. Dann sehen wir, okay, er wurde adoptiert von Romy und Marcel. Das heißt, man kann auch immer auf die einzelnen Sim draufklicken. Man könnte hier noch ganz, ganz viele Informationen hinterlegen. Das kann ich euch ja gleich nochmal im Disney Legacy Stammbaum zeigen. Also ihr könnt euch da wirklich ganz kreativ austoben. Ihr könnt bei jedem Sim eine Lebensgeschichte hinterlegen. Also ihr könnt da auch so ein bisschen ja eure eigenen Ideen und Geschichten nochmal mit verfassen. Wir wollen jetzt aber erst noch die weiteren Kinder anlegen. Das heißt, ich klicke jetzt hier wieder auf das Plus und erstelle das nächste Kind. Als nächstes ist Luna Marie dran. Die hat biologische Eltern, weil Luna Marie nicht adoptiert wurde. Dann können wir das so speichern und machen das nächste Kind. Stella Ann speichern, ihre Eltern sind Romy und Marcel, speichern, zurück. Und um jetzt kennzuzeichnen, dass diese beiden Mädels Zwillingsschwestern sind, würde ich es jetzt einfach manuell dazu schreiben. Das heißt, ich klicke nochmal auf ihre Bubble und klicke hier oben auf Edit und schreibe dann dazu Zwillingsschwester von Stella Ann, Update. Und bei Stella Ann schreibe ich dann Zwillingsschwester von Luna Marie. Dann habe ich die Info nämlich auch für immer vermerkt. Für den Fall, dass ich mich mal nicht mehr erinnere, wer zu wem gehört, habe ich es hier dann nochmal stehen. Und dann werde ich auch hier noch die anderen Geschwister hinzufügen. Und dann ist unser Stammbaum auch eigentlich schon fertig. Wir haben jetzt hinterlegt, dass Marcel und Romy eben 5 Kinder haben. Wir haben gesagt, Noah ist das adoptierte Kind, die anderen Kinder sind leiblich. Wir haben eine Zusatzinformation hinterlegt, dass sie eben Zwillingsschwestern sind, dass wir das auch für immer wissen sozusagen. Und wenn jetzt einer der Familie altert oder leider von uns geht, dann kann ich einfach wieder auf das Icon klicken, dann hier oben rechts auf Edit und dann könnte ich einfach ein neues Bild uploaden. Also ich würde praktisch jetzt immer, wenn jetzt ein Kind in die nächste Generation geht, wieder ein neues Foto machen und einfach nur das Foto hier updaten. Wenn Romy und Marcel irgendwann mal von uns gehen, werde ich das Bild einfach über Photoshop schwarz-weiß machen und dann hinterlegen. Dann ist der Stammbaum auch immer auf dem aktuellsten Stand. Wenn ihr den Stammbaum jetzt euren Freunden schicken möchtet oder veröffentlichen möchtet, könnt ihr hier auf Actions klicken. Erstmal Save Tree, weil das ist ganz wichtig, dass ihr den speichert. Dann könnt ihr noch auf Preview klicken. Das sieht dann auch nochmal ein bisschen toller aus, weil die ganzen Icons weg sind. Und dann könnt ihr auch auf Publish Tree klicken. Dann könnt ihr sagen, dass ihr den Stammbaum halt auch euren Freunden zeigen könnt. Was Display in Gallery bedeutet, weiß ich leider nicht so ganz genau. Ich habe das noch nicht rausfinden können. Vielleicht wisst ihr es ja und könnt mir das mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ist das hier dann der Link, den ihr an eure Freunde verschicken könnt. Und ich habe gelernt, wenn ich Änderungen am Stammbaum gemacht habe, gehe ich einfach immer nochmal ganz kurz auf Publish Tree und speichere das hier. Weil manchmal kann es sein, dass das noch nicht aktualisiert ist und eure Freunde das dann noch nicht aktuell sehen. Deswegen aktualisiere ich das dann nochmal und dann ist der Stammbaum auch schön. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie ihr Stammbäume wechseln könnt. Also wenn ihr jetzt mehrere Familien habt und euch einfach mal eure alten Familien anschauen wollt, könnt ihr hier oben wieder auf Menü klicken und ganz einfach eure ganzen Generationen durchklicken. Ich gehe jetzt nochmal auf unsere ältere Generation, die wir hier haben. Und da fing ja alles an mit Snow White. Wenn ich jetzt auf Snow klicke, habe ich mir hier praktisch bei den Informationen noch ihre ganze, ja, Lebensgeschichte hinterlegt und die Informationen, die sie braucht. Also das, was für ihre Challenge relevant war. Ihr könnt da alles Mögliche hinterlegen. Und ich habe sogar den Fall gehabt, dass ein Sim wie hier, schaut mal, da war unsere Tiana mit Kermit verheiratet. Kermit hat sie aber dann leider betrogen und wir mussten ihn verlassen. Das haben wir dann auch gekennzeichnet und dadurch ist hier so ein X entstanden. Ich zeige euch mal, wie das aussieht, indem ich nochmal auf Bearbeiten gehe.
Da kann ich nämlich sagen, Kermit ist jetzt der Ex-Partner von ihr. Und ein neuer Partner ist dann eben Ishan. Und das ist sehr, sehr cool, weil man kann das ganz einfach speichern. Und somit sieht es dann so aus, als wäre halt dieser eine Partner nicht mehr da, aber dieser Partner ist dann da. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Anlegen eures Stammbaums. Ich hoffe, dass euch das Video geholfen hat. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Plumtree-App findet und ob ihr jetzt euren eigenen Stammbaum darüber auch erstellt habt. Das würde mich sehr interessieren. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, Mittag, Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut, meine Lieben. Und tschüssli!